Live. Hier steht, ich will live. Ja. Funktioniert Bild. Funktioniert ein Ton. Ja, erst Foto. Ein Ton scheint auch zu gewonnen. Boah, sind wir am Do. Hallihallo, das ist auch was nicht do. Der Roberto hast du, mein Roberto. Geseiste mich. Oh, Chatkamera haut direkt du gemacht, ja. Was nicht schlimm. Wen hast du danach du? Tschüss, der Roberto. Moin Roberto, merci für den Besuch. Ja, so ist okay. Dann fangen wir an mit Foto. Ja. Was gesehen da dann auf der Foto? Der Mensch, der Logo mal wäsch. Voilà. Ja. War das da? War das da? War das da? An hi, war das da? Kennt er die Stadt? Wo was da? Hi an Europa oder zu Lützewisch oder an Afrika oder an Amerika. Wie weset? Michel, hast du alles in der aber noch Puerto. Merci. Moje Michel, moje Alexandre, moje Katja. Das sind zwei Bricken. An den Alexandre hat direkt geraten. Alexandre, ich frage, passt du zu Budapest? Woher weißt du das, Alexandre? Als irgend so ein Schild. Kennst du Budapest? Ja, Michel, das sind zwei Brücken. Wie ist dann der Fluss an der Mitte? Ja, Michel, wir sind nicht zu Lützburg, definitiv nicht. Mal, da gucken wir uns mal an, was am Wikipedia über Budapest steht. So. Budapest, da ist es. Budapest als Hauptstadt von Ungarn. Ungarn als eine Republik am Südosten von Mitteleuropa. Das Land grenzt nicht mehr am Norden und Slowakei, am Nordosten und Ukraine, am Osten und Rumänien, und am Süden und Serbien, Kroatien und Slowenien, am Westen aus Österreich und Europa, Ungarn als Member von der OECD, der NATO und der Europäischen Union. Katja schreibt, ich war da, natürlich. Liam, sind wir am Saarland? Moje Liam, nee, wir sind nicht am Saarland. Ja, das Parlament ist ganz schön. Rietz mit der Roodar-Kuppel. Rietz, ist das. Hi. Was ist das Parlament?
Naja, dann könnte ich schnell zurückgucken, was an Wikipedia schreiben. Liam schreibt RIP Jack Charlton. Ja, hat ich gestern schon am Wikipedia, am Videochat angekündigt. Michael schreibt, dass das Danube River. Mal da kommen wir gucken, was Aisha über Budapest schreiben. Die Stadt Budapest ist an zwei gedeelt, aber durch Donau getrennt. Zwei Drittel von der ganzen Fläche von der Stadt liegen auf der Pester Seite von der Donau. Ein Drittel auf der Buda Seite. Also, du hier Buda Pest. Ah, clever. Mei Uwen schreibt den Alexandre. Heiriert aus ein Foto. Parlament um Uwener von der Donau. Uwener um Boch. Andelungen Budapest als verwaltungstechnisch gesehen an 23 Bezirke angedeelt. Geschicht von Budapest am Mittelpunkt von Ungarn umfasst ungefähr 700 Jahre. Als ersten Herrscher wurde Béla der Vierte Anfang vom 13. Jahrhundert ein Palast Buda Buschbirschbauer gelöst. Okay. 1867 am Anfang von der Epoche von der kaiserlicher, königlicher, österreich-ungarischer Doppelmonarchie und zu Budapest knapps, just eines, 300.000 Leute nicht leid gelebt, die meisten von ob der Pester seid, die Stadt als Löserlös ein europäisch Metropol ging. Machtal. Um Ende vom Ersten Weltkrieg war Doppelmonarchie zerfall, Zerfall und Tombe en Ruin, und die Ökonomie zerstört. 1873 gaufen die drei Stadtteile Budapest und Obuda zu einer einzigen Stadt zusammengedauert, aber bis zum 19. 20. Jahrhundert wird davon zu sich verdoppelt. Das ist ein bisschen komisch. Halt. Ende vom Ersten Weltkrieg und dann im 1873. Ökonomie und Infrastrukturen nicht. Demografie. Zu Budapest leben bald 2 Millionen Menschen. Das heißt, alle fünften Einwohner von Ungarn. Guckenswertes am Burschpalast. Der Burschpalast von Budapest ist das größte Gebäude in Ungarn. Er liegt am Burschviertel, das zur Welterbschaft von der UNESCO gehört. Von den wichtigsten Museen am imposanten Gebäude von der zentralen Machthalle. Das ist eine von den wichtigsten Einkaufsquellen von Ungarn. Kriegt ihr vom alltäglichen Gemüse bis zum exotischen Gewürz alles zu kaufen. Am Parlament kann ihr in Tellisch Kron und Krönungsinsigne gucken gehen. Schloss Gödöllő ist das zweitgrößte Barockschloss von der Welt. Am Ungarischen Nationalmuseum finden alles über die ungarische Geschichte, von der Besiedlung durch die Ungarer bis zur Neuzeit. Synagoge an der Dohani-Straße als die größte an Europa. Von der Kuppel von der St. Stephans Basilika, der größte Kirche von Budapest, hat eine schöne Panorama. Ja, Budapest waren zwei Städte. Steht ein Staat als weiblich. William schreibt Alexander, 7. August spielt Juventus gegen Lyon. Der Buddha ist der Geburt, dafür hier steht der Buddha. Nee, Quatsch, ein Witz. Hey, der sieht ja gut drauf haut. Moin, Eugenia. Voilà, das ist alles, was ich über Budapest hier am Lützburgischen Wikipedia gefunden habe. Wunderschön. Ja,
ganz viele Leute, die da wohnen. Und das Ungarn. Und über Ungarn, da haben wir auch etwas Kleines am Wikipedia. Ungarn. Magyarország, also eine Republik am Südosten von Mitteleuropa. Das Land grenzt am Norden und Slowakei, am Nordosten und Ukraine, am Osten Rumänien, am Süden Serbien, Kroatien und Slowenien, am Westen als Österreich und Europa. Ungarn als Member von der OECD, der NATO und der Europäischen Union. Die Hauptstadt an Engems, auch die größte Stadt vom Land, als Budapest. An Engems, et en même temps. Liam Fritz-Eugenia, warst du an der Europaschule? Bei ja, Liam. Du hast euch so einen kleinen Exposé gemacht. Also, die offizielle Sprache ist Ungarisch, die Hauptstadt Budapest, Parlamentarische Republik, der Präsident ist der Janos Áder, der Premierminister, der Viktor Orban. Ah ja. Voilà, dann auf Kängigkeit Nationalfeier, der Nationalhymn, Hymnus, Währung Forint. Der Putzda. Ein typisch ungarisch Steppelandschaft hält einen großen Teil vom Land an. Ah, Steppelandschaft. Ja, da seid ihr ein Foto. Also hat sie noch nicht die Ideen auf der Foto mit. Das ist die Landschaft. Das ist typisch für Ungarn. Der nächste Birsch aus der Kickes. Kickes, ob Lützebirsch aus den Hünner, für die Kanner. Es geht dann ob der Kickes. Oder ein ob der Kick. Nee, der Kickes. Großflüsse an Ungarn sind Donau, Tisza, Drava, Mura, Zala und Körös. Die größten See sind der Balaton, der Fertőtő und der Velencei-tó. Ungarisch ist ein finno-ugrisch Spruch und damit ein von den wenigen Sprachen in Europa, die keine indoeuropäischen Wurzeln hat. Dafür ist es dann auch für Mammensprachler aus dem indoeuropäischen Raum relativ schwer zu lehren. Es ist kein indoeuropäisches Wurzel. Eieieiei. Mit mehr wie 3 Milliarden Sprachler von rund 400 Sprachen sind indoeuropäische Sprachen oder indogermanische Sprachen die größte Sprachenfamilie auf der Welt. Ja, es gibt viele Sprachen. Ne? Ungarisch gleicht dem Finnischen und Estischen, alle beide finno-ugrisch Sprachen, just ein bisschen im Niveau von der Grammar. Also. Ungarischer Volksaufstand 1956. Der Michael Munkacsky, ungarischer Maler, den eine Zeit zu Kolpesch gewohnt hat. Kolpesch? Heute zu Lützebüsch. Wusstest du das, Alexandre? Ungarn mischt alles ungern, do hier den Numm. Den Alexandre, den Liam Fried, Katja, wenig kriege mit Resultaten. Was für Resultate? G gött wie e Müllen. D ausgeschwärzt an A ohne Akzent wie O ob Ungarisch. Ah, ich meine mal Ungarisch. Das geht nicht mehr in diesem Leben, ne, für mich. Ungarisch als ein enger Spruchgruppe mit Finnisch und Estonisch. Kickes als das tatsächlich wie den Hühner. Ja. Englisch ist ja eng von der letzten von der Show, die am Torino 2006 gespielt hat. Ah, ich verstehe das nicht, Liam. Ah, es waren Präsidentenwahlen zu Polen. Ab Polen, das ist ein Land. Moje Sarah. Den Dupa wird gewonnen ab Polen. Das ist nicht du, Pa. Löst du mich
Ugeschmiert, Katja, das du da oder du ga, du ma oder ich weiß nicht mehr. Oh, was sieht der da? Ja, will das sonst noch etwas über Ungarn gewohr gehen? Magia, Gutsch, Gotsch, Galaga, wow. Ah, schwer, schreibt der Lehrer. So. Okay, moje Sarah schreibt Eugenia. Also, Budapest wird natürlich viel mehr großen Artikel am deutschen Wikipedia. Das ist ja verrückt. Buda, mein Burschpalast, an Pest mit dem Parlamentsgebäude. An das St. Stephans Basilika. Blick vom Gellertberg. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Oh, guck mal, wie schön. Heldenplatz, mal Millenniumsdenkmal vom User Twitter. Okay, von 2010. Hero Square Budapest. Ich mein, ich war noch nie da. Ah ja, im Krieg. Schrecklich. Den Revolution 56. Hotel Gellert. Da könnt ihr schon da nur gucken. Den Duper von Polen wird geschwind inauguriert. Ja, Liam, gestern haben wir über Liz May geschwärt, eine olympische Triathletin. Ist das nicht super? Okay. Ja, Liz May war auch an Europa schon. Bon, wenn da kein froh ist, da kommen wir mal zur batterer Realität. Kein gut Novellen. Hi, aus Lützewusch. Patsch. Retouren an Belsch. Lützewusch, Gödelow als Sohn Orange akklassiert. 12 von den Todesopfern klemmt ob 111. Es gehen 83 Neuinfektionen. Ta 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 ta. Was hat das geschehen? An die Liam kennt eine Wanderathletin, die an den Wanderspieler zu Torino gespielt hat. Okay. Mir so bei einer Olympiade oder so mal echt am Matt gemacht und mir nicht gespielt. Gespielt das für einen Film. Naja, dann guck mal es dann mal an. Retouren und Belsch. Schon 107 Leute, die das kommentieren. Wie die Belgische Autoritäten mitgeteilt haben, gave neben Rumänien und Bulgarien auch der Grand Duché Elo als Sohn Orange akklassiert gehen. Das ist die Realität. Ja, die war auch an der Europaschule. Merci, Liam. Als Rotsohn Meischlem, ja, nur Orange gehört nach Rot. Schweden ist am Moment rot. Was heißt um Sparweg? Das steht immer am Wikipedia, aber was tut das mit 12 darin jetzt zu tun? If I could read your mind now, what a beautiful day this would be. Sparweg! Cobweb, Spiderweb. Und weil den Internet auch Web genannt wird, oder La Toile am Französischen. Toile.
Gibt es Leute, die so ein Sparweg für Internet ob Lützebrüch? Ja, das tun demnächst ein paar Leute probiert. Ich meine, das hat sich aber nie durchgesetzt. Alexandre, Pest kriegt sein nun wahrscheinlich, wenn es da Pest oder Spruch, also so ähnlich, dass Pest vielleicht Leben ob Ungarisch heißt. Ah, Alexandre, kannst du Ungarisch? Eugenia, ich meine, das heißt World Wide Web, ja. Und Liam schreibt, in Amerika, du siehst 66.000 neue Infektionen auf 24 Stunden, ja. Katastrophe. Die Sanitärsituation in verschiedenen Ländern gouf reevaluiert, so dass innert anderem Lützeburg, wie schon ugedeit gouf, vom belgischen Außenminister als Zone Orange ugesiegt. Leute, die aus Lützeburg an Belsch reisen, dürfen zwar noch immer heran. Grenz ist also nicht so, mei et gött aber ein Quarantäne rekommandiert. Dat melden TVI an RTBF. Also, Lützeburger dürfen noch ran. Aber es gibt ein Quarantäne-Rekommandeur. Bell schwätzt von einer Vigilance accrue, wenn ihr aus dem Grand Duché könnt. Leute aus der Belge müssten bedenken, dass zu Lützburg eine hohe Infektionszahl besteht, wie an der Belge, so dem Minister. Am Moment sind mehr Leute heute zu Lützburg, die den Corona-Virus. Ja, kann noch nicht so sein. Also, die Infektionszahl ist mir hech. Wie an der Belge. Muss ich auch mal proportionell gucken, gell? Wenn man so ganz klein landet, dann muss ich in Statistik, das muss ich verrechnen. Bald verloren wir im Moment ein ganz hohes Tau der Infektion. Nicht Lützburg, gehen unter anderem auch Kroatien, Katalonien, Dalgaf und der Schweizer Tessin als Zone Orange klassiert. Schweden geht übrigens von Sonntag den Abend an als Zone Rouge bei Eisenoper konsideriert. Also die Belgier, die sagen, dass Schweden von Sonntag den Abend an, a partir de dimanche soir, Sunday evening, als der Zone Rouge, Red Zone. Geht das Land als rot eingestuft, dürft ihn do aus der Belgien im Prinzip nicht mehr hier reisen, aber beim Retour muss ein Test gemacht gehen und muss in der Quarantäne. Also wenn das Land rot eingestuft geht, so if it is in the red, considered as a red zone, then you are not allowed to travel there from Belgium. Vous n'avez plus le droit d'y aller de Belgique vers ce pays. Et en cas de retour, il faut faire un test. Et il faut aller en quarantaine. Der Liam schreibt, USA als Footy. Ich hoffe nicht. I hope not. It doesn't look good. Alexandre, leider oder glücklicherweise kann ich kein Ungarisch. Michel, es geht hier in Amerika nicht gut mit dem Corona. Ja. Wir sollen an den Quarantäne gehen. Katja schreibt, Ungarisch ist immens kompliziert. Der Liam fragt, Katja, da das richtig, mehr kompliziert wie Polnisch. Und als Sohn Orange, an, als sei überflüssig. Ja, da ist ein Tippfehler. Als Sohn Orange klassiert, ja. Steht an enger Quarantäne, auch Leute nicht reisen dürfen.
Steht Anhänger kann auch lang. Ja, leer. Ich weiß nicht richtig, was das so mehr war. Das ist also im Moment die Situation hier zu letzte Woche. Ich hatte gesagt, gar nicht gut aus. Was schreiben Sie noch bei RTL? Ja, können wir mal ein Online-Kreuzworträtsel ganz auf letzte Woche. Ich helfe dir auch. Und zwar, oder wunderschönes Gitter mit den Ziffern, Nummern 4, 9, 12, 10, 13, 1, 14, 7 und so weiter. Und den muss er ausfüllen und da kriegt er hier innen ein schönes Lesungswort. Wenn der Apps sieht, was er wüsst, schreibt man. Liam, von der Belge dürfen Sie nicht mehr auf Lissabon reisen. Als Portugal dann Zone Rouge? Is it a red zone? So ist der Fan. Alexandre. Ah ja, Ungarisch und Finnisch sind die schwersten Sprachen auf der Welt. Oder an der Welt, ja. Letztlich Englisch, Ohren, yes. Dänischer Regisseur Lars von Trier. Trauen hat traut. USA, Urlaubsstaat. Texas. Texas. Spanisch Region, Rioja. Französisch Lützburg, Question, Froh. Ukrainische Pianist, Horowitz, gestorben 1989. Synonym für Extremist, Ultra. Rufen, hat, Rift. Kür, ein Chor oder une Kür, ein Chor. Kurz für Ruf, Ruf. Nicht do. Fort. Liam. Nee, sie dürfen just in den Staat fahren. A Chinesisch ist auch ganz kompliziert. Ja. US-Aktrice Tia Carrere. Schwedisch Gemeng. Weiß ich nicht. Römische Gott von der Left. Amor. Zwei gesehen mehr wie ein. Für uns zu tun, ein T-Shirt. Britische TV-Moderatorin Paula Yates. Letzte Band Move. Den Album Oni Garantie. Eugenia Wladimir. Horowitz, merci. Britischer Regisseur, gestorben 2012. Tony Scott. Willst du nicht dann? Hörst du schon vielleicht? Das schlägt dem Fass der Boden aus. C'est le comble. Ah, britische Art Rock Band Roxy Music. Ah, das sind mal Sachen. Ich weiß. Claudine Monobuch. Ich weiß nicht. Synonym für schick. Etui. Letztes Boyer Lied. Käse ab und Klacken raus. Letzte Spur ist Engwell. Ola. Der Neid frisst sein. Französisch letzte für non, nee. Etwas dein Bier, ja.
Hauptstadt von Frankreich. Ich meine, das weiß ich auch. Paris. Kino in der Stadt. Französischer Chemist Louis. Stadt am Süden von Portugal. Ah, Three Stooges. Voilà, das ist meine Welt. Nee. Three Stooges. Ah, britisch-irisch Boyband. One Direction, natürlich. Latein, Canis, Cave Canem. US-Cyclist, Lance Armstrong. Kapverdianisch Lied, Evora, weiß ich nicht. Sir Alec Guinness. Ja, was ist da los? Cercle de Coopération des Associations Laïques. Weiß ich nicht. Kino, Cinémathèque. Cinémathèque, ich meine, das passt nicht. Douleur, Peng. Synonym für Griff, eng Upak. Kei ist nicht. Himmelskörper. Ah, Aufkürzung Lycée Technique Agricole, LTA. Kino an der Stadt, ich weiß es immer noch nicht. 13 Kino Utopia. Ja. Merci, Giselle. Südafrika, Zuma. Do, Zuma. Stück für Stück. Einzel. Und dann aus den US-Ölstaat Texas. Hey, das kann klappen. Maja, haben wir schon. Oh, du hast ja schon gelesen. War das dann, Liam, Giselle ist richtig. Nee, mir so nicht, nicht. Mir so, Giselle hat recht. She's right. Voilà. Tegenia schreibt schon Auto, ISO, das ist Ning. Anhai, den 12. Autoisolation. Autoisolation. Voilà. Guck mal, die Lesung. Und das Buch kennt ihr vielleicht. Verbentabellen auf Englisch. Statt mehr uns mehr. Mama, ich muss hier auch mal raumen. Ah, ja, so. Geseiste. Nicht kreischen. Matheaktion Lützebäuerisch. Verbentabellen ob Lützebäuerisch. Das ist die englische Übersetzung von Verbentabellen ob Lützebäuerisch mit französischer Übersetzung. Du hast die englische Übersetzung. Voilà. Ja. De Liam stellt dem Katja eng froh. Was ist der Witz mit Dupa? Ah, de Liam nicht do, wo Katja es da erklärt hat. Boah, da gucken wir mal, ob es stimmt. Lesen. Wow. Uff. Hat schon gefallen. Spätschen Astronom. Anders Celsius. Ja. Kein Devissen. Kein Devissen. Effektiv. Was tun wir noch? Ah, Koma. Ist so sein Buch. Okay. Anhai K. Ja. Ada. Ja. Oh, voilà. Asodad. Ja, so ist das Lied. Stimmt. Naja, die lief Leute.
Wenn du dich langweilst an der Isolation, an der Auto-Isolation, dass ich stehe mit AE, weil den Tremor nicht dabei ist. Da könnt ihr natürlich. Louis Pasteur. Oh, schon mit mir, Jose. Schon aber gut kein. Allgemeine Kultur, keine Welt, weißt du. Meine lieben Leute, das war also den. Deal für ein bisschen zu spielen, kein zu treten und Plätze bei euch. Dann habe ich auch den ganzen Tag, Augusta, den ganzen Tag, Gesichter, Gesichter, Gesicht und schon endlich eine neue Präsentation für meine Seite, grammar.lu. Ich muss aufpassen, wie geht das schon mal? Ich gehe lieber mal ein zurück auf Budapest. Statt richtig weise. Ja, das sei grammar.lu. Voilà. Ja, wenn du lob grammar.lu kommt, ha, das kennt ihr ja, das wird schon nicht geändert. Mir guckt, was ich gemacht habe. Okay. Und dann nun ist hi. Wow. Super. Die können die Einzelkategorien. Uwählen, schön mit seinem, wie nennt den das, mit seiner Bar, mit seiner Streif. An hei sogar innen, und ich sage, nein, da könnt dann noch so ein Pop-up. Ja. 2 Monate und nur Gesicht für die Lesung zu fangen. Ja. Grammar.lu. Ich weiß, es gibt ganz viel HTML und CSS-Code und ich weiß nicht, was alles. Aber das Problem ist, dass Learning-Apps nicht mehr Basic HTML akzeptiert und schon am W3-Container. Da habe ich eine Formel gefunden, mit der ich das kann machen. Das ist das nicht wunderschön? Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr wollt, habt ihr was Syntax geworden, klickt auf Syntax. Ah, könnt ihr hier Exercise spielen. Könnt ihr auch zurückgehen. Da will zum Beispiel, habt ihr was Präpositionen geworden, klickt auf hier 5 Präpositionen. Im Moment, wenn ich schüsse, schon die 3, aber schon, okay. Und da geht ihr zurück an den Hauptmenü. Voilà, die Leute, aber jetzt könnt ihr doch schön groß machen. Tigran schreibt, der Jerome gibt Webdesigner. Tigran, du sollst verstehen. Das ist sich ein bisschen enttäuschend, dass das alles aus, was ich im Moment kann weise für im Internet Informationen über die letzte paar Grammar zu finden. Es gibt zwar das Site Luxogramm, mit dem das limitiert, soweit ich weiß, ob Werben. An hei versichne ich auch andere Aspekte, d'Artikeln, de Pluriel, de Genre, Präpositionen, Pronomen und so weiter. Eigenarten, Teufler Regel und so, mobilen N, auch mit an de Site anzubauen. An ich kriege auch das Erlebnis zum Beispiel, hei, wenn du auf den Punkt 7 klickt, dann hat er über die Schreibweise, letzte bei der Orthographie, an der das verbunden mit dem ZLS, am Center für die Lützburger Sprache, und da hat er dann auch schön die PDF an die verschiedenen Rubriken und Innendelungen, weil er über die Schreibweise, also schon lohnt nicht nachher über die Schreibweise gemacht, weil das geht jetzt schon online. Ja, hat es einen froh? Nee? Dann krude ich auch, dass ich das bald vergesse, so das Wichtigste. In unserem Trigger Budapest. Von einer Videochatterin hier, die schon ganz viel mitgeschafft wird, und sie hat als Remappes Leves geschickt. Und ich verbessere das live. Fehler, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir sind alle hier für zu lernen. Und ich mache auch permanent viele Fehler. An denen anderen Sprachen. Und auch noch am Lützebäuerchen. Also, ich probiere mal.
Katja schreibt, ich sehe super mit, agi schlafen. Merci, à bis moi. Merci für den Besuch, Katja. Ich hoffe, bis moi, 21 Uhr, ja. Ciao, ciao. Mit der Sache hast du die Buckle bukleiert, schreibt den Alexander. Ja. Also, hier ist dann den Artikel vom Dawn oder Lachson wird genannt. Get. Und zwar wurde mal das Foto geschickt von einem Haus, hier zu Lützebusch. Schlaf gut, Katja, schreibt Liam, bis morgen. Und dann Alexander schreibt, Katja Superwoman, das kann ich nicht glauben. Katja war halt viel dabei. So, also das ist das Haus. Und hier könnt dann Geschichte zu dem Haus. Und ich stehe. Da mensch mich wäsch. Ich meine, ein bisschen mehr groß. Was schreibt da ist, Lachson dann? Für 5 Jahre sind mein Mann und ich mit einem Grupp ob Lützebusch gefahren. Den Tourchef heißt Kevin Wester. Also, ich ging da in Vergangenheit setzen. Ne? Hat Kevin Wester geheischt. Andres hat 2 Wochen gedauert. Ein Tag auf der Reise war ein freier Tag. Du kannst machen, was du willst auf diesem Tag. Das ist ein freier Tag. Und dann, der Kevin hat mich gefragt, was willst du auf diesem Dach machen? Ich habe geantwortet, ich will Dorftadler besichern. Das ist das Dorf, wo meine Urgroßeltern gewohnt haben. Dono sagte Kevin, okay. Ich Hund, ich Schofer für dich. Dun, du warst an der Vergangenheit. Dun hat ich ein Gedanken. Ich meine, neues ist besser. Dun hat ich eine Idee. Wann ich ein Schofer Hund, dann ist es möglich, dass wir exakt das Haus finden, dass wir exakt das Haus finden, an dem mein Urgroßpap gewohnt hat. Ja, wie weiß. Allnächt habe ich angefangen zu beten. Oder allnächt habe ich gebetet. Dass ich das Haus finden kann. Rumfahren kann. Während 3 Monate habe ich all nichts gebiert. Endlich kommt Zeit für die Reise. Den 2. Tag auf der Reise hat eine Gruppe an dem bekannten Victor Hugo Restaurant Gies. Wir haben um dich gesehen, an über dem als ein Mann
an de Restaurant kommen. Hier hat Kevin gefragt: Kann ich oder darf ich ein Lied mit meinem Akkordeon für eure Gruppe spielen? Kevin hat geantwortet: Natürlich! Nach dem Lied hat der Mann gesagt: Ich komme aus dem kleinen Dorf Tadler. Oder Tadler. Wird irgendein. Ja, das Nominativ. Wird irgendein Familie da. Ich schon direkt mit meinem ersten abgehauen. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ein bisschen so Absätze. Sonst mir flott zu lesen. Schon direkt mit meinem ersten abgehauen. Mit meinem ersten abgehauen. Schon mein Mann geguckt. Da nur so, dass ja, mein Viergänger. Oder Ming. Ah, jetzt sind, ja, Ming. Mein Viergänger haben da gewohnt. Und hier so, wer das die Familie nun? Ich da, wer ist die Familie nun? Ich habe geantwortet, leider. Ja, das ist die Familie nun. Leider. Denn hier, ja. Hier so, ich kenne das Familie, ich kenne nicht, ich können. Ich kenne das Familie gut. Ist schon hier gefroht. Kannst du mir genau erzählen oder beschreiben? Beschreiben, das ist vielleicht teil besser. Beschreiben. Wo sie wohnen. Oder wo sie gewohnt hun. Wird ja vergangen in das. Schon hier gefragt, kannst du mir genau beschreiben, wo sie gewohnt hun? Oder kannst du mir genau sagen, wo das Haus, wo hier das Haus ist? Das wäre vielleicht mir einfach auch. Ja. Ich meine, da mal erklären. Kannst du mir sagen, wo hier das Haus ist? An hier so? Ja, natürlich. Heißt Richtung. Heißt Richtung, ja. Zweite ich mich spät, sieh mein Mann anisch an das Haus gefahren. Beides Haus, das ist besser. Beides Haus gefahren. Mir hu mat mengem klänge Cousin a Familie. Mir hu mit meinem kleinen Cousin eine Familie für 2 Stunden besicht. Donc, ich weiß noch nicht, mir ein Haus. Es war wunderbar nur mittig und ich weiß mit keinem Zweifel, dass mein Gebet geantwortet gof. Es war wunderbar nur mittig und ich weiß ohne Zweifel, dass Mengen Gebirge erheert gaufen. So my prayers got answered. Oh. Happy Sunday, thanks again for all you teachers. Don, gär geschit. Also zweite ich mich spät sie mein Mann und ich beide das Haus gefuhr. Mir hummer mit meinem kleinen Cousin a Familie. Dat Haus für 2 Stunden besicht. Als dat. So, we visited the house for 2 hours with my kleine Cousin and family. Wir haben mit meinem kleinen Cousin und Familie das Haus für 2 Stunden besichtigt. Oder 2 Stunden lang besichtigt. Ich weiß nicht, was da genau geschieht, dass Wund nach Familie.
am Haus oder sie dir mit der Familie das Haus besichtigen gegangen? Ich gehe davon aus, dass dir mit ihrer Familie das Haus besichtigen gegangen sind. Voilà, dann. Eine schöne Geschichte. Die sind zurück auf Lützburg gekommen. Demnächst dürfte er das noch. Demnächst war Lützburg noch kein Sohn Orange. Anders der Chained House. Voilà, le Flight. Heute ich von euch eng froh über diesen Text. Wenn dir auch eine Idee hat, für einen Text zu schreiben, über dein Vakanzebuch oder eine Reklamation, das ist egal. Ihr könntet drüber schicken, wenn ihr mit Erlaubnis geht, dann meine ich auch eine Verbesserung live. Also dann ist schon verbessert, aber es war schon super. Das ist schon ein ganz hohes Niveau. Ich weiß, das ist nicht einfach. Dativ, Akkusativ, männlich, weiblich, sächlich, Mouvement, Position. Ja, ich weiß. Dafür danke vielmals. Merci. Michael schreibt, nee, ich meine, hat heute mit Anwohner das Haus besichtigt. Also hat heute Haus besichtigt mit den Leuten, die lo drauf wohnen. With people who live in there now, but not with the family. Well, das ist nicht du, Larson. Keine Chance. Du hast einen Text geschickt und ich schon nicht drüber gedacht. Aber das ist ja Sonden. Ja, Sonden hast du jetzt ja keine Zeit. Sarah schreibt, merci, Larson, ganz interessant. Alexandre schreibt, eine schöne Geschichte. Katja, Tegenia schreibt, eine ganz touching Story. Wie sie den Touching-Geschichte ob letzte Woche. Naja, das ist ja schon mal ein gut Froh. Touching ob Englisch. Ergreifend. Ein Arg. Also, du. Ein ergreifend. Moving, touching. Emover. Michael schreibt, ja, ich meine, ich kenne dann. Also, dir kennt dich. Mal schreien da mal nach ein Kehr. Da lesen wir ihm den Text für, den ich verbessert habe. Mal, und ich mehr Zeit, mal. Meinen, ja. Voilà, wie viel auch immer. Hast schon im Balzing Auer. Noch vielleicht ein bisschen Zeit für kleinen Exercice. Wo sind meine Exercice? Exercice.lu. Ein einfacher Exercice, wo du auch keine Fehler machst. Was soll ich jetzt schreiben? Ah, hast du mal ein. Also mal einfach. Wirtschaft wo? Was das da schon mal? Ja, den hast du dann so sagen. Den hast du dann nicht so ja, da könnt ihr vielleicht ein bisschen probieren. Ich weiß nicht, echt nicht. Das ist, könnt ihr auch ein bisschen schaffen. So viel wie ihr könnt. Wobei ihr die echt fünf. Also, du musst aufpassen, wo schafft Mädchen, wo schaffen sie? An einem Boutique, das ist männlich, Position. Bei einem Bäcker, das ist männlich, Person. An hier schafft ob enger Bank, das ist weiblich, das ist eine Administration. An hier schafft ob enger Markt, das ist männlich. Ja, Michelle, dass ihr das zusammen seht. Ah, die sind auch, okay, ich verstehe. An einem Online-Kurs. Nummer 1. Was schreibt er dann da? Hier hat Mädchen geschafft. An, bei oder ob. Schreibt mal, wenn ich klickt an den Video-Chat. Ent, aus, dat und so weiter.
Voilà. Spezialisten wissen direkt Bescheid. Hier Mädchen schafft, ob der Schöbe vor. Mein Nupe schafft bei einem Doktor. Der José schafft ob enger Bank. Und dann die Lehrerin schafft an enger Schule. Und der Paolo schafft nee, Liam, an enger Schule, das ist Gebäude. Ob enger Bank, ja. An der Fünf, der Paolo schafft bei einem Koffer, ja, das ist eine Person. Und dann der Sechs, der Jean schafft der Liam Fred, für was nicht ob bei der Drei? Der José schafft ob enger Bank, du kannst auch so ein Anhänger Bank. Du hast, ich hat, oder wenn ich mich verlierst, du stimmt, Lehrerin schafft ob enger Schule mit das Anhänger Schule, weil das ist dabei. Oh, den Alexander rein, hast schon bei Ning. Der Firma schafft Anhänger Klinik. Der Jean schafft an der Gemeng. Nee, ich ging eh schon so ein Obdergemeng, Lützebusch. Der Guy schafft, da das ein Abdikt, da das Gebäude weiblich Anhänger Abdikt. Und Madame Schmidt schafft, macht, dass das ein Platz, die ob aus, also ein in dem Himmel, ob dem Macht oder um Macht. Als ein Schul auch eine Administration? Ja, wahrscheinlich. Aber du hol mal echt da Gebäude an Anhänger Schul. Oh, noch so viel. Bon, also, die Verkäuferin schafft an dem Kaktus. Der Mark schafft bei dem Elektriker Schmidt. Der Koch schafft an einem Restaurant. Der Herr da Silva schafft, da ist eine Firma, bei Webtaxi. Der Informatiker schafft bei Computerlux SA. Sein Mom schafft Anhängerbotzerei. Den Dr. Buck schafft Anhängermaison Medical. Ada 70, als ob. Nee, Ada 70, so weit geht es nicht. Und dann Bäcker schafft, das ist Boutique, Anhängerbäckerei. Dedukatrice schafft, das auch Gebäude, Anhängerkreis, Umkirchbirsch. Die Leerbuff schafft, bei einer Metzler-Position, Lea Bove ist eine Stagiaire, und hat schafft deren Doktor, also eine Frau, bei einer deren Doktor. 11 an 12, 11, nee, 11 ist nicht an, 12 as an, a 17 as an, ja. Me 11 as, das bei dem Elektriker Schmidt, das eng Person. Weil du an dem Elektriker Schmidt, da wäre gif hin, da wäre hier Chirurg, hier gif am Körper vom Herrn Schmidt schaffen. Voilà. Ich war ein bisschen miser zum Schluss, sorry. Also, der Hut dat am Buch Schwätze Lützebäuerisch A1, Seite 47. Und dann mach ich ein bisschen mit klein. So. Und da verbessern wir. Es sei in der Rätsel Knäppchen. 1, 2, 3. Super. Alles richtig. Venus Frau, der Banane.
Aus dat net super. Voilà, das war den Exercice. Wenn es zu sehr gegangen ist, das nicht schlimm, da könnt ihr nach ein Keier am wie ist das? Replay am YouTube-Archiv könnt ihr nach ein Keier gucken. Ich wollte erst zur Nachrappesweise. Am RTL, am englischen RTL. Ja, sogar, also, sogar den Donald Trump wird lo eng Musk. Und du war aber auch nach, ah ja, das war zu viel. Da das zu Nice. Du hast ein Video. Ah, sind die Video nicht gewesen? Ah, tja, da weiß ich ja, ich weiß nicht, das Video, aber den ist super. Sonst glaube ich mal das nicht. Weil mehr ja so ein Rouge-Orange sind. Dem, voilà, das Zeitung vom. So, das ist ja schrecklich. Den Artikel, weil du die ganzen Zeiten da fand, schon nicht mehr. Boah, das ist aber egal. Ah, da hast du da war. Das ist die Internetseite vom Midi Libre da. 5000 Leute ohne Maske machen Konzert zu Nice. Und der könnt der Spieler auch gucken, das ist richtig Party. Ja. Das speziell für die Bananenfamilie. Voilà, die haben alle gut getanzt. Bon. Seid nicht gut aus am Moment, hä? Was soll ich so? Sind ein bisschen traurig. Ich hatte doch schon gehofft, wir hätten das Schlimmste an da ist, aber seid nicht gut aus. Von der Raven nach weiter, ich will Lützburg lehren, he, der könnt immer auf exercice.lu oder auf grammar.lu ein bisschen trainieren. Sarah schreibt Bravo, Liam Bravo, Alexandre, bei der Firma beim AKAF-Service schaffen. Bei der Firma am AKAF-Service schaffen. Schaffe bei der Firma XY am AKAF-Service. Michael schreibt endlich. Liam schreibt, ah, für die Maske beim Donald. Liam schreibt dumm Leute. Sarah, vielmals merci für alles. Bis morgen, schlaf gut. Ja, ich wünsche euch auch all Gutes. Vielmals merci. Gern geschieht. Und ja, passt auf ihr Job. Was soll ich für so zigackige Zeiten, ne? Au revoir. Stay home, mach letzte Boy, ich mach dir rum. Stay home.